So, und damit begrüße ich euch wieder und sage hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mein Name ist Frankonia, danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Und sorry, wie ich habe meine Stimme heute, aber ich habe eine leichte Mandelentzündung. Aber es geht schon wieder, hat der Franki gesagt. Ja. Ja, und dann machen wir doch mal heute doch gleich weiter. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch Quiet. Wie cool, jetzt können wir die auch mitnehmen. Zu unseren Abenteuern. Da ist er, wo fliegt er hin, der Trottel? Sixes Pequod wollte ich doch noch umbasteln mit der... Weil dieses Silber halt doch recht auffällig ist. Und ja, ändern wir doch dann nochmal geschwind die Farbe, sobald wir hier drin haben. Dann geht es schon, oder? So, komm rein mit jetzt. Läuft da unten. Ach so, dachte ich schon, das ist so ein Riesen. Komodo war dran, dabei sind die zwei Wölfe hintereinander so komisch gelaufen. Egal, alles wieder. So, wir machen weiter. Being a scout sniper, there are two tasks you can give Quiet. The first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. The second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. The kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. Of course, this is all assuming she's willing to follow orders. Ja, das ist doch mal ziemlich geil. Nebenoperationen, da schauen wir, was wir haben jetzt. Wir können leider keine Nebenoperation machen, aktuell. Das heißt, wir gehen doch heute sofort zur Hauptmission und da passen wir nochmal schnell an, den Hubschrauber. Ja, dann nehmen wir mal eine andere Farbe. Wie gesagt, den haben wir ja gehabt. Jetzt, aber der ist halt doch ziemlich auffällig. Der schaut nicht schlecht aus. Oder hier wirklich so dunkles. Aber der hat schon cool ausgeschaut, ne? Oder dann doch so Brauntöne. So ein dunkles Braun. Ich weiß nicht. Nehmen wir mal das, oder? Hätte er gesagt. Sehr schön. Muster, vielleicht noch ein anderes oder vielleicht total ein anderes Muster. Nee, dann passt es so, das passt dann so. Jo. Gut, dann nochmal. Halt, nee, externe Aufträge wollten wir ja, ne? Ah, läuft noch alles. Dann hätte ich gesagt. Entwicklung, was haben wir da Neues? Hier haben wir was Neues. Was haben wir hier Neues? Ach, die sind natürlich geil, ne? Löffelwalde. Könnten wir sogar herstellen, wenn halt die Kohle langen würde, ne? Aber da müssen wir uns doch noch wohl ein bisschen gedulden. Ui, die ist neu. Geil. Kostet aber einiges. Aber wir haben ja jetzt die, ne? Und die werden wir mal mitnehmen. Ach, wir haben sowieso noch 100.000. Ja, dann hätte ich gesagt. Wie geben wir uns weiter mit der Missionslehre? Spuren der Phantome.
Wir haben Fallenspezialist und der G44-Bauplan zur Grenzregion Angola. Das ist gut, dass wir das wissen. Ja, eliminieren Sie alle im verlassenen Dorf, die da die eingesetzten Walker Gears. Die eliminieren wir nicht, die nehmen wir mit. Boss, this contract comes from the MPLA, the People's Movement for the Liberation of Angola. Apparently, new Western bipedal weapons have been deployed to Ditadi abandoned village and are a threat to their troops. Our job is to eliminate them. The bipedal weapons they're talking about are, of course, Walker Gears. As I previously reported, they're already in active service with PFs in Africa. But don't you find it strange? A PF employed by the West obtains a prototype developed by the Soviets, yet the Russia-backed MPLA don't know the details. Eastern weapons technology developed in Afghanistan is being supplied to the West, in Africa. Only Cypher would be capable of making something like that happen. So boss, eliminate the Walker Gears at Ditadi Abandoned Village, just like the MPLA have asked. Once you do, the PF will need to contact its supplier, giving us a chance to close in on that supplier, Cypher. Ja, aber das glaube ich noch nicht, dass das Dorf verlassen ist, Alter. Also ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da niemand ist. Egal, wir nehmen ihn trotzdem an. Ja, und dann passt doch hier wunderbar weiter. So, was haben wir gesagt? Dann nehmen wir aber trotzdem mal die Quiet mit. Oder hat er gesagt? Die Quaider. So. Erstmal Hauptwaffe. Bam, bam, bam. Dann haben wir ja jetzt die da. Jo, und die werden wir ausrüsten. Geil, 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 Alter. Sehr schön. Nebenwaffen. Ja, passt da soweit. Obwohl, die haben wir doch auch modifiziert, oder? Das ist ja unsere normale Riot und das ist unsere persönlich modifizierte. Nehmen wir die doch natürlich. Dann Unterstützungswaffen, ja. Lassen wir mal so, genauso wie mit die... So, Begleiter, jetzt wird's lustig. Quiet, Alter. Scharfschützengewehr von Quiet. Feuer fein töten, scheiße. Yo, Alter, sehr, sehr cool. Der voll das geile Scharfschützengewehr. Kann ich da ranzoomen? Ich gehe mal von näherem sehen. Naja, egal. Was haben wir so als Waffen? Da haben wir aktuell nur die. Okay. Uniform haben wir auch momentan nur die Nackere. Sehr schön. Dann. Jo. Beginnen wir den Auftrag. Ich finde es halt schade, nicht, dass keine Nebenoperationen freigeschalten worden sind. Denn wie schon x-mal erklärt, ich jetzt sag's aber jetzt lieben gern nochmal, werde ich die letzten 4-5 Hauptmissionen am Stück durchspielen, dass dann diese letzte 50. Mission auch dann das letzte ist, was ich da spielen werde. Und ja, möchte aber zuvor eigentlich die ganzen Nebenmissionen nochmal geschafft haben. Episode 15, Spuren der Phantome. Spuren heißen Footprints. Ach, nicht schlecht. Boss, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditadi Abandoned Village has been supplied with Walker Gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker Gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Yo. Wie gesagt, heute zum ersten Mal mit Quiet.
mächtig weit, aber bevor ich sie so richtig mit in den Einsatz schicke und mitnehme, möchte ich aber auch, dass sie... Quiet! Achso, Alter! Ja, bevor wir hier... Bevor ich sie richtig auf die Menschen loslasse, möchte ich natürlich, dass ich... Dass sie ja auch eine Betäubungsscharfschützenwaffe hat. Sorry, aber es sieht schon geil aus, ey, mit der Quiet, Alter. Sehr cool. Jo, dann starten wir doch mal. Was? Alter, wo ist die? Boah, Alter. Was ist das? Geil, wie sie das summt, Alter. So, dann legen wir mal los da die Bombe. Was ist das? Das bist du, Alter. Enemy presence detected. The map has been updated. Fuck, das sind doch welche. Analysis complete. Analysis complete. Ui, den möchte ich doch auf jeden Fall mitnehmen. Alter. Was ist jetzt? Wieso hast du den getötet? Quiet, ey. Ja, und genau den falschen erwischt, ey. Genau den falschen erwischt, Quiet. Ohne Witz. Könntest du mir mal sagen, warum du den getötet hast? Ich hab doch alles im Griff gehabt, ey. Jetzt hör mal auf, da mit deinem Laser rumzuspielen. Quiet. Ohne Witz, hör mal auf mit deinem Laser-Ding hier. Wir sind hier im Einsatzgebiet. Wir wissen, dass du gut bist. Aber du musst jetzt hier nicht alles kaputt schießen, ey. Mann, der hat die zweimal A-Plus gehabt, Alter. Ich traue ja dem Braten immer noch nicht, ne? Enemy presence detected. The extraction arrived at mother. You have arrived at your destination. Hier sind die Walker Gears. Wo ist Quiet? Quiet? Targets have been deployed to that outpost. Find and eliminate all of them. Naja, dann nehmen wir mal, wie gesagt, diesen hier. Vorsicht ist aber trotzdem noch geboten.
Analysis complete. What? Analysis complete. What? Hier sollen die Metal Gear sein. Die Walker Gear. Von wegen allein, Alter. Ja, das habe ich mir gedacht, Alter. Von wegen allein. Schau mich mal hier kurz um. Die habe ich jetzt gar nicht gerechnet, Alter. Shit, da oben sind welche. Ja, von wegen verlassenes Dorf, du Trottel. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Waffenschmied. Wenn ihr verlassen seid, dann weiß ich auch nicht. Ich riskier's mal, ich hoffe, der sieht mich nicht. So, jetzt muss ich aufpassen. Quiet kann ich nicht rufen gerade. Enemy presence detected. The map has been updated. Ich muss die mal markieren, alle miteinander. Marker placed. Also den auf jeden Fall. So, den nicht. Verfluchter Mist, Alter. Ich bin hier total. Ui. Kommt der jetzt her? Ich glaube nicht, ne? Analysis complete. Analysis complete. Okay, die sind beide nix, wie es aussieht. Das Problem ist, ich bin hier total an der falschen Stelle. Von Quiet siehst du auch wieder nichts im ganzen Tag, ey. Ich weiß, wo die wieder rumstiefelt, ey. Also, erster Eindruck von Quiet, ne, kannst du vergessen. Von wegen verlassenes Dorf, ey, willst du mich verarschen hier? Hier wimmelt's nur so von Soldaten, ey. So. Bravo, hier haben wir auch noch welche. Hat der Kerl. Da oben sind welche, ne? Oh. Alter Schwede. Marker placed. Analysis complete. Analysis complete. Naja, so viel
Beziehungsweise so gut ausgebildete Feinde haben wir hier jetzt auch nicht, ne? Ach ja. Ich darf sie hier nicht von der Front einfach so angreifen. Ich muss die von da oben. Was ist das? Auch eine Pflanze. Warte mal, Alter. Ich hab doch mal Sniper. Was mache ich denn mit dem rum, Alter? Stimmt ja, ich Vollpfosten. Ich hab doch meine Sniper mit Schalldämpfer. Warum nehmen die nicht die Kleider, ey? So. Natürlich schaue ich mal, dass ich mir das ein bisschen einteilen kann mit der Muni. Ui, hier haben wir ein Unkraut. Sehr schön. Oh, nochmal. Ich sag, dass ich mir das ein bisschen einteilen kann, weil ich halt auch nicht Schalldämpfer nur gering habe. Jetzt sind wir ja ganz oben, Alter. Na, ein bisschen Überblick haben wir ja, können wir nicht haben, ne? Ist hier einer? Ah, da haben wir einiges zu tun hier noch. Da drüben sind Außenposten. Analysis complete. Analysis. Ja, aber diesen Arm mehr schlecht als recht. Waffenschmiedgewehre. Jo, über die Weiten Afghanistans, Afrikas bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und da hinten müsste quiet sein, ne? Irgendwo. Ist denn die hin, ey? Kann ich die rufen? Die kann ich auch nicht mehr rufen, ey. Die möchte auch was will. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis morgen. Servus.